Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Rising from the Ruins. Ich bin wieder Ulle Ulle und heute sind wir mit Holzkopf auf seinem Progetto 65 unterwegs. Das Ganze auf Westfield und er fährt erstmal entweder Richtung Stadt, also sogenannte Stadt zumindest. Häuschen oder fährt Richtung Heavy-Linie generell, weil das Matchmaking ist ja wieder mal 357, ne, 337 sehe ich gerade, oder 339 dann. Er fährt auf alle Fälle Richtung Stadt. First Blood. Hat er ja schon mal zwei Stück mitgeben können. Der erste ist leider abgeprallt. Centurion setzt sich vorne ran und sagt: Holzkopf, fahr zurück. Will auch etwas Schaden abgreifen. Den kann er sich ruhig mal fangen. Da hat er aber noch mal Glück gehabt, der T-34. Das hätte auch anders für ihn ausgehen können. Oh, ist gespottet. Erste Kill und schon mal 3000 Schaden gemacht. Er war ein bisschen unvorsichtig, aber somit hat er schon einen zweiten Kill abgestaubt, unser Holzi. Jetzt will er sich natürlich noch den dritten Kill holen beim T-34.
10 zu 5 mittlerweile. Na, wo ist er hin? Da rein Metall. Da ist er ja. Aber schöner Sieg. 5260 Schaden. Was will man mehr? Dann kommen wir nochmal zu den Postgame-Stats. Das war dritte Klasse, Hand Gottes, Schläger, Duellant, Kämpfer, weil er ja 4 Kills gemacht hat, Wirkungsfeuer und die Großkalibermedaille. 5262 Schaden gemacht. 20 hat er gespottet, okay, ist nicht viel. 4 Kills. Definitiv den meisten Schaden gemacht. Fast einen doppelten Schaden gemacht. Wie der Beste im Team. Der FV 4005. Der Todesstern. 25.000 plus. Das Ganze in 6 Minuten 5. Also ganz schöne Runde. Wenn es euch gefallen hat, dann wieder abonnieren und liken nicht vergessen. Gebt dem Video einen Daumen hoch und dann bis zum nächsten Mal.